Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Sunny Side of Life. Und damit herzlich willkommen zu Tag 4 unserer allerlei vom Apfel-Thementage. Heute machen wir uns Apfelkraut. Im Englischen heißt das übrigens Apple Butter. Apfelkraut besteht laut deutschem Lebensmittelbuch aus Saft, der im Pressverfahren aus ganz frischen und vollkommen gesunden Äpfeln gewonnen wird, welcher dann sehr lange eingekocht wird. Ich habe ein wenig recherchiert und man soll das wohl auch aus Mousse kochen können. Das ist jetzt die Variante, die wir machen werden. Für das Rezept verwenden wir Äpfel, Zucker, Zimt und Garam Masala. Die Gewürze werden anhand der übrig gebliebenen Masse dann berechnet. Die genauen Mengenangaben und das Rezept an sich findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Im ersten Schritt gehen wir so vor, wie in den allermeisten allerlei vom Apfel-Videos. Wir schälen die Äpfel, befreien sie vom Kerngehäuse und schneiden sie danach in mundgerechte Stücke zu. Wir erhitzen jetzt in einem Topf etwas Wasser, gerade so, dass der Topfboden bedeckt ist, geben die Apfelstücke mit dazu, kochen das jetzt kurz einmal auf und lassen es anschließend so lange köcheln, bis die Äpfel quasi von selbst zerfallen. Circa 10 bis 15 Minuten. Wie bei allen Sachen, die wir einkochen, solltet ihr darauf achten, dass alle Werkzeuge absolut sauber sind, damit das Lebensmittel nicht beeinträchtigt wird. Eine Ewigkeit später. Wenn die Äpfel jetzt quasi schon von selbst zerfallen, nehmen wir uns einen Pürierstab und pürieren die Äpfel so lange, bis keinerlei Stückchen mehr zu sehen sind. Das so entstandene Apfelmark, ihr wisst ja, Apfelmark besteht nur aus der reinen Frucht, wiegen wir es einmal ab. Und nun geben wir für jedes Kilo 100 Gramm Zucker dazu, sowie 5 Gramm Zimt je Kilo und 2 Gramm Garam Masala pro Kilo. Es wurde jetzt alles zusammen verrührt, wird einmal kurz aufgekocht und das wird jetzt so lange köcheln gelassen auf mittlerer Hitze, bis die Masse golden und dick ist. Wie das am Ende aussieht, gucken wir uns mal an. Das ist nämlich das erste Mal, dass ich das mache. Also, sind wir gespannt, was da rauskommt. Regelmäßig umrühren solltet ihr auf keinen Fall vergessen. Eine Ewigkeit später. Die Masse hat jetzt insgesamt 45 Minuten vor sich hingekocht. Wenn ich mir jetzt mal die Konsistenz anschaue, das ist schon arg dicklich. Die Masse wiegen wir jetzt einmal ab. Und anschließend wird die Gesamtmasse auf die Gläser aufgeteilt. Und den Rest kennt ihr ja schon von den letzten Tagen. Wir nehmen uns einen Deckel, einen passenden Ring, setzen das auf die Gläser und befestigen das Ganze mit den Klammern. Wir haben das Ganze eben mal gekostet. Es ist schon relativ würzig, vermutlich durch das Garam Masala, vielleicht aber auch durch den Zimt. Wenn ihr es nicht ganz so würzig mögt, dann nehmt ein bisschen weniger. Wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich es ausprobiere. Das heißt, ich habe von vorher keine Erfahrungswerte. Aber da das Ganze ja als Brotaufstrich fungiert, macht man vermutlich sowieso Butter oder Margarine drunter. Und das könnte ja den scharfen Geschmack etwas abmildern. Das Apfelkraut bzw. die Apple Butter wandert jetzt für 60 Minuten bei 90 Grad in den Einkochautomaten. Die Zeit beginnt erst, wenn die 90 Grad erreicht sind. Danach nehmen wir das mit einem Glasgreifer raus und lassen das Ganze über Nacht abkühlen. Das Apfelkraut ist jetzt über Nacht abgekühlt. Wir entfernen jetzt noch die Klammern, machen wie bei allen anderen Sachen auch einen Vakuumtest, indem wir das Glas am Deckelrand hochheben. Auch hier hat sich das Vakuum wieder wunderbar gebildet. Die Gläser werde ich jetzt noch einmal rundherum etwas abputzen, da sie eben wieder ein bisschen Kalk angesetzt haben beim Einkochen. Danach werde ich sie noch etikettieren, sobald die Aufkleber von weg da sind. Ich habe mich noch neue Gläser bestellt. Ganz normal, dass es da in der Einkochzeit ein paar Lieferschwierigkeiten gibt. Dauert aktuell so 10 bis 12 Liefertage bzw. Werktage. Das heißt, wir werden jetzt hier dann erstmal keine Aufkleber zu sehen bekommen. Ich habe mir jetzt notbehelfsmäßig einfach ein paar Post-its genommen und draufgeklebt. Das wird natürlich umetikettiert, sobald die neuen Etiketten da sind. Das war es mit diesem Video. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da, ob es euch gefallen hat, ob ihr euch für die Zukunft was anderes wünscht. Schreibt ein paar Rezepte in die Kommentare, die ihr gerne mal sehen würdet. Ich freue mich sehr auf Input. Liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.